Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport hier auf dem Pixelating-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, so schnell kann es gehen. Schon sind wir wieder im Auswahlmenü der aktuellen Feature-Tour. Aber nicht, weil wir die Italian Ingenuity-Serie erfolgreich abgeschlossen haben, sondern vielmehr, weil ich euch gefragt habe, sollen wir überhaupt das Ganze mit dem aktuellen Spotlight-Car, also dem Automobile Pininfarina Battista, fortsetzen oder vorzugsweise mit dem Lamborghini Essenza neu starten? Und ich glaube, die Antwort habt ihr ziemlich eindeutig gegeben. Und ich meine, ganz ehrlich, jetzt sind wir den Battista mal gefahren, jetzt haben wir ihn mal erlebt, das ist ja auch ganz schön so. Und wer weiß, mit ein bisschen Glück kriegen wir den ja auch noch vielleicht in Forza Horizon 5 mit rein. Und ich denke, dort ist er ein bisschen besser aufgehoben, da können wir ihn dann schön in der offenen Welt ausfahren. Denn ja, solche Fahrzeuge wie eben der Battista, also solche Megacars, da sage ich ja immer ganz gerne, das ist wie so ein Tiger im Käfig, wenn man die auf so eine Strecke entführt. Und dementsprechend, ja, passt er einfach nicht so richtig, finde ich zumindest mal, hier in Forza Motorsport mit rein. Wie schon gesagt, man könnte vielleicht so eine Serie machen mit nur solchen Fahrzeugen, aber auch dann ist es halt keine so super spaßige Angelegenheit. Deswegen, ich glaube, wir werden jetzt mit dem Essenza super viel Spaß haben. Und deswegen, ja, gehen wir nochmal rein in die Serie und werden sie dann einfach neu starten. Das kann man hier einfach machen, Serie neu starten. So ist es. Und dann können wir einfach das Ganze nochmal auswählen. Beziehungsweise, es kommt noch, ja, wir hören es uns nochmal an. Die Italiener sind weltberühmt für wahre Automobilträume. Diese besonderen Modelle mit ihrer fortschrittlichen Ingenieurskunst, den außergewöhnlichen Designs und extremen Motoren sind mehr als Statussymbole für die Straße. Sie sind bereit, Rennen zu fahren. Bereit, Rennen zu fahren, mit Ausnahme von einem Fahrzeug. Okay, der war jetzt fies, ne? Gut, also, ja, wir fahren den Essenza. Den habe ich mir jetzt auch im Vorfeld schon mal gekauft. Bin auch tatsächlich schon mal ein paar Runden gefahren. Mit dem Vorteil, dass ich einfach schon mal so ein kleines Grundsetup eingestellt habe. Ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber besser als nichts. So können wir da auch zügig reingehen in das Ganze. Vorteil natürlich beim Essenza, da ist ja ein, wie nennt man denn solche Fahrzeuge? Ein Club Gentleman's Rennfahrzeug ist, also es ist ein Rennwagen, der aber halt in keiner Meisterschaft fährt, sondern eher nur so in internen Geschichten fährt. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr da so einen Fachbegriff für habt. Mir fällt nämlich spontan keiner ein. Aber ja, dadurch ist das Fahrzeug natürlich voll einstellbar. Wir haben schon Full Slicks, die wir wählen können und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz praktisch. So, ja, wir gehen rein. Vielleicht ganz kurz zum Tuning. Also ich habe ein bisschen die Reifendrücke angepasst, wobei die waren schon sehr gut angepasst. Ich habe ein bisschen die Übersetzung angepasst, weil der zweite und dritte Gang sehr, sehr kurz ist. Klar, Sturz angepasst, Spur, Nachlauf ein bisschen. Stabi habe ich insgesamt ein bisschen härter gemacht, vor allem hinten das Heck ein bisschen stabiler aufgesetzt, dafür aber die Federn ein bisschen weicher. Ja, weicher, der ist nämlich standardmäßig bei Werten über 200, was auch Sinn macht mit der ganzen Aero und der ganzen, ja, Rennwagentechnik, aber ich habe ihn halt da, wie gesagt, ein bisschen weicher gemacht, dafür hier ein bisschen härter. Ihm ein bisschen mehr Bodenfreiheit gegeben, normalerweise ist er komplett flach. Dämpfung auch ein bisschen angepasst, bisschen härtere Zugstufe, bisschen weichere Druckstufe, habe ich halt persönlich ein bisschen lieber, das heißt, er schluckt Curbs, Bodenwellen ein bisschen besser, also zumindest mal initial beim ersten Mal drüberfahren, und durch die Zugstufenhärte und auch so wie es ist in der Differenz, ist das Fahrzeug ein bisschen ruhiger beim Exit. Ja, ansonsten hier einfach nur, dass er ein bisschen besser rotiert. Und genau, Aero habe ich jetzt nicht volle Lotte gemacht, einfach weil die Konkurrenz sowas ist wie eben FXXK Evo mit über 1000 PS, da kommen wir halt natürlich jetzt hier mit 770 oder 800 PS, ich weiß gar nicht, was wir haben. Auf jeden Fall ein bisschen weniger, sonst nicht mit. Aber die Option natürlich mehr Leistung reinzubringen, glaube ich, haben wir schon. Gucken wir gleich nochmal rein und dann können wir immer noch die Aero hochmachen. Der Rest ist eigentlich fast egal oder ist nicht so wichtig. Da habe ich auch nicht so viel geändert. Ich gucke ganz kurz mal. Können wir? Ja, wir können den Luftmengenbegrenzer tatsächlich machen. Aber der, achso, ja, können wir machen, um weniger Leistung zu haben. Das ist natürlich blöd. Okay, wir können nicht mehr Leistung verbauen. Gewichtsreduktion wäre noch eine Sache, die wir machen könnten später. Breitere Reifen, Reifenmischung macht natürlich keinen Sinn, weil wir machen keine Track-Reifen drauf. Okay, das ist interessant. Also das würde noch gehen. Okay, das ist interessant. Also dann denke ich eher weniger, dass wir mit dem Fahrzeug Max Aero fahren werden. Zumindest mal nicht gegen diese Konkurrenz. Sei denn, es kommt jetzt irgendeine absolute Handling-Strecke. Und wie gesagt, dann hätten wir die Möglichkeit auch noch mit den Reifenbreiten, was ich jetzt aber an der Stelle mal nicht mache. Wir fahren den jetzt einfach mal Stock. Ich glaube, das ist trotzdem ganz geil. Und jetzt nicht lange schnacken. Wir gehen zur Strecke und die erste Ausfahrt machen wir jetzt einmal wieder gemeinsam. Was ich aber schon mal gleich spoilern kann, was ein bisschen schade ist beim Essenza, er ist sehr, sehr leise hier im Spiel.
Vor einiger Zeit wurde auf der langen Straßenstrecke von Road America ein neuer Belag aufgebracht. Mit größter Sorgfalt, um das Höhenprofil nicht zu verändern. Der Grip ist fantastisch. Ja, das hört man doch gern. Ja, das Setup habe ich tatsächlich mit Mediums getestet. Wir fahren jetzt aber trotzdem Soft. Wir nehmen natürlich jeden Vorteil mit, den wir haben können. Ja, wie gesagt, er ist ein bisschen leise, weil normalerweise ist der V12 vom Essenza schon sehr, sehr brachial, sehr laut. Und ich finde, der ist hier sehr, sehr, sehr gedämmt, leider. Aber, ja. Besser als das, was wir beim Batista aufs Ohr bekommen haben. Ich glaube, das steht schon mal fest. Ja, und was mir aufgefallen ist, der Essenza ist wieder mal ein Fahrzeug, was sich über die Dauer selbst zerstört. Wir können ja mal hier zum Schaden gehen, oder ist schon, der Tab ist noch offen. Ja, beim Runterschalten, ab und zu zerstört er sich hier ein bisschen selber. Ihr seht schon, Motor 0,1, also über die Zeit kriegen wir hier ein bisschen Schaden rein. Aber ich lasse es jetzt trotzdem mal so. Ich glaube, das ist zu verschmerzen, dieses kleine Handicap, weil ich würde schon ganz gern mit Schaden fahren. So, jetzt fahren wir einfach mal, vielleicht fahren wir einfach die zwei Runden. Zielzeit sollte eigentlich auch erreichbar sein, wenn ich das ordentlich jetzt hier mache. Das ist natürlich jetzt nur mit Mediums gefahren, dementsprechend kann ich hier und da ein bisschen aggressiver sogar sein. Ja, wie gesagt, das Problem wird natürlich bei dem Fahrzeug schon, glaube ich, ein bisschen die Topspeed sein. Ich weiß nicht, also wir haben ja trotzdem fast 350 km/h Topspeed. Aber, wie schon gesagt, ich glaube, ich würde jetzt nicht unbedingt mehr Aero drauf geben. Also ich überlege es mir mal noch, aber bei der Strecke jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Nächste Strecke wird ja Mugello sein, da haben wir zwar auch eine lange Gerade. In so mittelschnellen Kurven, also dort vielleicht auch eher nicht. Aber mal gucken, was noch für Strecken kommen. Je nachdem macht es vielleicht schon Sinn, auch eine Downforce-Geschichte zu fahren. Und wir haben ja die Möglichkeit noch Gewichtsreduktion und eben die breiteren Reifen, was wir vielleicht auch machen werden. Dann können wir immerhin beschleunigungstechnisch da auch nochmal ein bisschen was rauskitzeln. Aber super interessant, wie viele halt einfach auch in den Kommentaren geschrieben haben, nö, den bin ich nicht gefahren, den Batista, nee. Also, da war ich nicht alleine mit dem Gedanken, sondern auch die meisten von euch haben auch kurzerhand aber ein anderes Fahrzeug geschnappt. Einige auch eben den FXK Evo, den wir ja schon mal gefahren sind. Zum Teil auch mein Tuning verwendet. Freut mich natürlich zu hören, wenn ihr damit glücklich seid. Ja, haben wir Zielzeit direkt geschafft, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt trotzdem die zwei Runden. Ein bisschen leveln können wir ja trotzdem schon mal. Aber wenn ich schon einen kleinen Vorsprung jetzt habe. So, der Veneno dürfte natürlich ein bisschen im Nachteil sein. Veneno hat Der einzige Vorteil, den der Veneno mit sich bringt, ist, dass er ein Allrad hat. Der Essenza, Rennwagen, typisch Hinterradantrieb. Aber ja, der Allrad ist nicht so mächtig in Motorsport, wie er das zum Beispiel in Horizon ist. Das hat der einfache Grund ist daher einfach, in Horizon ist es halt so, dass der größte Vorteil beim Allrad ist der Start oder die Startphase, dass man halt direkt vom Anfang an gut wegkommt und die Rennen dort halt sehr kurz sind im Verhältnis. Und auch wenn wir hier nur 3 oder 4 Runden Rennen fahren, so ist eine Runde oder ein Rennen trotzdem länger halt, als das in Horizon der Fall ist. Deswegen ist der Allradvorteil auch zwar am Start da, aber er ist dann halt in der Summe gesehen nicht so mächtig. Und dann hast du eher das hohe Gewicht des Allrads, was du so ein bisschen mitschiebst. Da rutsche ich jetzt gerade ein bisschen drüber. Also ne, ich muss auch ganz klar sagen, das Tuning, was ich jetzt hier gemacht habe für den Essenza, ist schon besser als die Stock-Einstellung, aber bei weitem nicht perfekt. Aber ich wollte jetzt hier auch keine Ahnung, wie viele Stunden jetzt in Setup reinstecken, wenn das Fahrzeug an sich funktioniert, ja. Solange wir schnell genug sind, habe ich da kein Problem mit. Aber ja, im Großen und Ganzen, so fühlt es sich jetzt halt an, wie wenn wir einen Rennwagen fahren, was er ja auch ist. Und dann macht das Ganze, glaube ich, über die ganze Serie gesehen auch mehr Spaß. Oh, der hat sich spontan noch entschieden, in die Box zu crashen. Habt ihr das gesehen? Slapstick par excellence, ey. Okay, wunderbar. Dann beenden wir direkt das Training. Und machen wir ohne groß viel Schnitte den Sprung
ins Rennen. Ja, Setup habe ich freigegeben als Stage 0 Medium. Also Medium, weil halt einfach Medium Cornering, also Kurvenspeed. Ja. Wie gesagt, vielleicht machen wir ja noch eine Hind-Down-Force im Laufe der Serie. Wobei dort dann auch wahrscheinlich Upgrade-Teile noch mit reinkommen. Wir können ja noch ein bisschen tanken. Alles, was uns leichter macht, sollte helfen. Ich nehme aber jetzt trotzdem mal 2 extra Runden mit. Und let's go. Ja, wir scheinen einfach in der Mitte, würde ich sagen, oder? Das passt schon so. Das passt schon so. Ja, und bei einem fliegenden Start ist ein Allradvorteil sowieso dahin. So ein bisschen. Also von der Topspeed würde ich jetzt sagen, sind wir jetzt gerade eigentlich auf einem ganz guten Level. Also ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung, da jetzt nicht auf Max Aero zu gehen. Zumindest mal nicht auf der Strecke. Möglich wäre es, dass wir mit Max Aero tatsächlich sogar in der Summe, also auf die Rundenzeit gesehen, sogar schneller sind. Aber im Rennen kommt es halt nicht immer nur darauf an, die schnellste Rundenzeit zu fahren, sondern man muss ja auch gegen die Gegner kämpfen können. Wenn du halt auf der Gerade jedes Mal so langsam bist, dass die dich easy kassieren und du dann in der Kurve zwar schneller bist, aber nicht vorbeikommst, weil die Ideallinie blockiert ist, dann bringt das ja auch nichts. Deswegen, da muss man auch mal so ein bisschen drauf achten. Deswegen, glaube ich, war das schon ganz okay so, wie ich es eingestellt habe. Aber jetzt gucken wir einfach mal. Sind auf jeden Fall schon mal auf Platz 3. Sehr schön. Verbremst. War alles gut. Upsala. Er ist ein bisschen leiser, wie gesagt. Der müsste ein bisschen mehr schreien, meiner Meinung nach. Wenn ich mich noch richtig erinnere, wir sind den ja auch schon in Forza Horizon gefahren, in der Essenza. Also wer da auch ein paar mehr Infos wissen will, gerne die Forza Horizon 5 Folge auschecken. Und ich meine mich da noch zu erinnern, dass er dort richtig brachial laut geschrien hat. So, jetzt im Windschatten ein bisschen ransaugen vielleicht. Sorry. Das war jetzt keine Absicht, da krieg ich bestimmt eine Strafe. Keine. Guck mal, dafür hätte ich es jetzt voll verstanden, hätte ich eine Sekunde oder 2 Sekunden Strafe bekommen. Aber da kriege ich jetzt nichts. Ich meine, klar, ich habe nicht verbremst. Ganz offensichtlich. Oder beziehungsweise einfach später gebremst als der Vordermann. Aber das ist ja hundertprozentig meine Schuld jetzt gewesen. Aber ja. Manchmal ist es ein bisschen komisch.
So, wie sieht der Schaden aus? Ja, 0-3, okay. Alles easy. Alles easy. Rein in die letzte Runde. Bisschen verbremst mal wieder. Muss auch sagen, die Bremsperformance gefällt mir auch jetzt nicht so wahnsinnig beim Essenza. Habe ich schon gesagt, ich wollte jetzt auch nicht 100 Jahre im Feintuning verbringen. Würde man bestimmt hinbekommen. Mein Ziel war es halt, das Tuning so zu machen, dass er auf jeden Fall schneller ist. Und vor allem außen Kurven-Exit heraus einfach deutlich stabiler ist. Weil ich finde, da ist er in der Serie schon so ein bisschen zickig. So kann ich jetzt schön voll stempeln. Ohne Probleme. Aber der Innenraum gefällt mir richtig geil beim Essenza, ne? Also, richtig so modernes Hyper-Race-Car. Finde ich richtig nice. So muss das, so darf das. Halt, wir haben nochmal eine Runde. Ah, wir waren schon. Mein Fehler. Ich dachte, das war schon die letzte. Ja, okay. Ja, man meint. Ich habe nur 3 von 4 gelesen oben rechts und dachte aber schon. Beziehungsweise ich dachte, wir fahren jetzt quasi in die 4. und 4, aber da habe ich mich verguckt. Never mind. Nochmal eine Runde. Dann würde ich sagen, komm, die Runde, die letzten Meter, machen wir jetzt doch nochmal volle Kapelle, dass wir das auch mal gehört haben. Viel Spaß dabei. Wir hören uns im Ziel wieder. Sehr schön. Ja, wie gesagt, er könnte ein bisschen lauter noch sein. Schriller nicht unbedingt, weil er dreht ja nur, glaube ich, bis 8000. Nicht jetzt so wie sonst so V12-Rennmotoren gerne mal bis 9 oder 10.000 Umdrehungen. Aber, ja, egal. Passt schon. Ist auf jeden Fall kein Elektrostaubsauger. Ist ja auch okay. Gut, damit erneut die ersten 28 Punkte mit. Aber das war auf jeden Fall jetzt eine spaßigere Angelegenheit und ich würde sagen, wir gehen auch direkt zur Heimstrecke, naja, von jedem hier, nämlich nach Mugello, beziehungsweise, ne, wir gehen ganz kurz noch ins Tuning-Menü und gucken, ob wir da vielleicht doch schon eine Änderung vornehmen. Ja, hier angekommen, bauen wir selbstverständlich erstmal den Luftmengenbegrenzer ein.
nicht. Ja, Gewichtsreduktion geht ja noch gar nicht. Brauchen wir erst Stufe 12. Dementsprechend könnten wir jetzt die Reifen 10 mm vorne mehr und hinten sind es auch 10 mehr. Also das heißt, das Verhältnis bleibt gleich. Deswegen können wir das ohne Probleme machen. Da müssen wir groß jetzt nichts am Setup verändern. Und Felgen, bin ich jetzt ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Felgen hier leichter sind, oder? Also, warte mal, die hier dürften die leichtesten sein. Also mit von denen, die es am leichtesten gibt. Und nee, ist genau gleich von dem her. Können wir das so lassen? Wunderbar. Dann bestätigen wir das Ganze. Jawohl. Und dann Tuning, gucke ich kurz mal. Das sollte aber eigentlich noch alles passen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen. Ja, können wir da gemeinsam fahren. Ich glaube, wir brauchen jetzt ja nicht unbedingt irgendwie eine schnelle Runde oder so rauskitzeln. Ich glaube, ich bin da zuversichtlich, dass wir da, oder dass ich besser gesagt on the fly da in den ersten Trainingsrunden vielleicht die Zielzeit sogar schaffe. Schauen wir mal. Sei in jedem Abschnitt so aggressiv wie möglich, aber denk an die Streckenbegrenzungen. Wäre doch ärgerlich, wenn unsere endgültige Platzierung durch Zeitstrafen entschieden wird. Also gerade eben war ich super aggressiv, hab den abgeschossen, keine Strafe bekommen. Also alles perfekt nach Plan verlaufen. So, dann gehen wir hier auch mal auf Soft. Und dann let's go. Oh, was war das? Da auf der Bremse quasi sich so am Curb oder so rechts eingehakt oder so, keine Ahnung. So, das könnte jetzt halt die entscheidende Sache sein, wie schnell oder langsam sind wir auf der Gerade. Weil ansonsten, spontan würde ich sagen, auf der restlichen Strecke könnten wir sonst wahrscheinlich sogar mehr Aero fahren. Die würde hier richtig gut wirken. Gucken wir mal. Wie wir hier spontan zurechtkommen. Fakt ist auf jeden Fall so, wie wir jetzt hier durch die Kurven fahren, wären wir mit dem Batista nicht durchgeflogen. Geflogen wären wir, aber nicht durch, sondern eher ab. Mich gerade auch ein bisschen zu konzentrieren. Okay. Wieder ein bisschen giftig. Aber alles gut. Das könnte knapp nicht reichen, die Zielzeit. So ist es. Okay. Ja, einerseits würde ich ihm gerne vorne mehr Aero geben, aber ich glaube, noch mehr vorne und hinten nicht, würde ihm nicht so gut tun. Er ist jetzt schon so am Rande davon, dass die Hinterachse wegrutscht, aber nicht, weil das Fahrwerk ist an sich sehr stabil ausgelegt, sondern weil wirklich dann die Aero zu sehr greift. Okay.
Hier rein gefällt er mir gar nicht. Diese Ecke. Ja, immerhin bin ich schon mal konstant. Nur konstant zu langsam. Zumindest mal für die Zielzeit. Ja, wisst ihr was? Ich fahre noch mal ein paar Runden. Und vielleicht werde ich am Setup jetzt noch mal ein paar Feinheiten einstellen. Ich probiere mal ein bisschen zumindest mal was aus. Und ja, wir hören uns jetzt einfach in wenigen Augenblicken wieder. Ja, ich liebe es, Fahrzeuge zu tunen, denn... Ja, mir ist was aufgefallen gerade eben, und zwar hat man ja hier in Mugello diese vielen Links-Rechts-Kurvenkombinationen und da wurde das Fahrzeug sehr komisch unruhig und was eigentlich nicht am Fahrwerk liegen konnte, weil das an sich das eigentlich schon abfangen sollte und auch sonst von den Fahreigenschaften das her nicht gepasst hat, aber dann ist mir aufgefallen, als ich ein bisschen die Telemetrie geschaut habe, dass der Radsturz vorne gar nicht gepasst hat. Und klar, in Road America hast du ja so ein bisschen Banking in jeder Kurve und da ist dann gar nicht aufgefallen, das haben wir hier nicht. Und dementsprechend, ja, war tatsächlich im Stage 0 Setup der Radsturz vorne einfach zu tief. Den musste ich jetzt ein bisschen erhöhen und siehe da, ganz, ganz anderes Fahrverhalten, ganz anderes Grip-Level auf der Vorderachse. Dementsprechend konnte ich jetzt auch die Stabis wieder ein Tickchen weicher machen, sogar hinten eher auf Stabilität Wert legen, konnte dadurch die Hinterachse ein bisschen stabilisieren. Wir haben aber genug Front-Grip jetzt dadurch. Ja, aber auch hier ein bisschen was angepasst noch. Ja, hier glaube ich, ah doch, hier genau, dass er halt hier wieder ein bisschen erhöht, dass er einfach beim Turn-In wie die Hinterachse nicht so wegrutscht. Aero habe ich Mühe drauf gegeben, aber nicht der Rede wert. Und ja, Leute, jetzt ist das Ding wirklich, wirklich geil zu fahren. Also kein Vergleich zu Stage 0, klar, durch die breiteren Reifen sowieso nicht. Aber jetzt mit dem Setup, das macht richtig Laune. Also damit können wir die Meisterschaft eigentlich durchziehen. Klar, wir können uns noch wirklich überlegen, auch das Gewichtsreduktion noch einzubauen, auszubauen, wie auch immer. Aber das ist jetzt schon mal richtig geil. Das ist schon mal eine richtig gute Basis. Und ja, damit versuchen wir jetzt dieses Rennen anzugehen. Und dann gehen wir hier wieder. So, und let's go. Freue ich mich drauf. So, ja, wir starten einfach mal von der goldenen Mitte. Die Zeiten stimmen eigentlich nicht, die da stehen. Also im Training war ich jetzt gerade tatsächlich der Schnellste. Habe ja nochmal jetzt eine gute Sekunde gefunden im Vergleich zu der letztgefahrenen Runde. Und da wäre nochmal mehr Zeit auf jeden Fall liegen. Oder lag nochmal auf der Runde. Also da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Dementsprechend, ich bin gespannt. Oh, der drückt sich da ein bisschen. Ja, der Abstand ist nicht immer klar. Du siehst zwar den Pfeil rechts neben dir, aber du weißt nicht, ist er jetzt schon direkt neben dir oder ist da noch eine wagenbreite Platz? Gerade auf so einer breiten Strecke wie Mugello. Der slidet da vor mich, der F50. Wobei, ich glaube, die Gewichtsreduktion machen wir auf jeden Fall noch. Dann für das nächste Rennen und die nächste Folge in dem Fall. Ich glaube, so dieses etwas spritzigere noch aus der Kurve raus würde ihm helfen. So ein bisschen noch bessere Beschleunigung. Das ist so das, wo ich so ein bisschen... Das vermisse ich jetzt gerade noch so ein bisschen am Fahrzeug. So ein bisschen... Dass er noch ein bisschen zackiger aus der Ecke rausgeht. Vorsicht, nicht abfliegen. Ja, aber guck mal, wie wir jetzt hier durchkommen. Trotz der DR und allem. Das ist jetzt auch die Stelle... quasi sogar eng an und kommt besser rum als gerade eben. Das ist, ja, einfach falscher Sturzwert vorne gehabt. Aber klar, das ist halt das. Road America, ich wiederhole mich, hat einfach so ein leichtes Banking in jeder Kurve und dann ja, habe ich es halt daran abgelesen und das war natürlich dann in dem Fall falsch.
Jetzt auch die Stelle hier, gar kein Problem. Jetzt macht's Spaß. Also meine Empfehlung, wenn ihr ein Setup von mir verwenden wollt, dann nehmt nicht das Stage 0. Das ist Schmutz. Nehmt das hier. Und so viel habe ich ja nicht ausgegeben. Nur die Reifenbreite, also da braucht ihr gar nicht viel Fahrzeuglevel für. Und ja, mal gucken, wo die Reise noch hingeht. Kann man sicherlich noch weiter optimieren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen nach vorne kämpfen. Ja, auf den Körper anbremsen ist halt immer eine dumme Idee. Aber ich konnte es abfangen, alles easy. Macht das halt auch richtig Laune. Ich glaube, mit Batista hätten wir hier richtig slow fahren müssen. Das ist schon viel, viel besser jetzt. Sicht. Sogar eine richtig spannende Meisterschaft, weil wir jetzt gar nicht so viel schneller sind. Und dadurch müssen wir uns hier wirklich rankämpfen um die Position. Ich meine, wir müssen auch nicht drüber reden. In der Meisterschaft ist der FXXK Evo wieder absolutes krasseste Ding. Der F50 dürfte auch richtig krass sein. Aber ich glaube, den kriegen wir jetzt auch noch hier richtig, richtig schnell. Wie gesagt, jetzt noch das Gewicht raus. Ich weiß nicht, wie viel da rausgeht, aber das Ding da so auf 1,2 Tonnen oder so runterkriegen, das wäre da schon nochmal nicht schlecht. Weil da habe ich, wie gesagt, das Gefühl gerade, da verlieren wir gerade so ein bisschen so dieses Beschleunigen unten raus. Oben raus ist nicht mal so das Problem, finde ich. Der erste ist leider schon so ein bisschen auf und davon. Wir gehen eine ähnliche Pace. Aber, ja. Man muss auch sagen, Mugello ist eine der Strecken, wo die KI auch ein bisschen stärker ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass die KI auf manchen Strecken richtig schwach ist, wie Mugello oder so. Und hier, wie Maple Valley. Und hier Mugello ist wieder eine, wo sie ein bisschen stärker ist. Nürburgring wissen wir ja auch, dass sie auch ein bisschen stärker im Verhältnis. Deswegen alles easy, alles gut. Und ich bin auch nicht vermessen, ich behaupte auch nicht, dass wir das stärkste Auto haben. Aber ich glaube, die Speed an sich passt. Wie ist es denn mit dem Schaden? Ja, 0,5, alles gut. Noch eine Runde. Aber ich glaube, das Podium schaffen wir es auf jeden Fall noch, wenn ich jetzt keine Scheiße baue. Bauen uns jetzt der FXXK und davor der Evo. Beide natürlich mit über 1000 PS, ist natürlich schon so eine Ansage, das hilft schon. Schwer sind sie auch nicht unbedingt. Wir waren leichter als unser Fahrzeug. Also wir haben da schon nominelle Nachteile, muss man nicht drüber reden. Wir sind auch schneller als der Führende. Wir haben aufgeholt auf den Führenden, aber bringt halt nichts, weil der Abstand vom Start weg zu groß war. Wo jetzt hier daneben. Geht nur, weil er mitspielt, muss man ehrlich so sagen. Aber das ist das Podium. Würde das Rennen jetzt noch ein paar Runden länger gehen, würden wir uns, glaube ich, auch von nach vorne kämpfen. Aber so ist geil. Also so macht es mir halt Spaß. So würde ich mir das wünschen.
die Karriere, dass man wirklich so Rennen hat, wo auf Augenhöhe, wo man sich nach vorne kämpfen kann oder wo man eine ähnliche Pace fährt. So darf es gerne sein und dann gerne auch längere Rennen oder halt so wie in Motorsport 7, dass man die Rennlänge selber bestimmen kann. Vielleicht wird es ja irgendwann mal noch nachgeliefert, dass man selber da so ein bisschen wieder zwischen kurz, mittel und lang wählen kann. Aber ja, da freue ich mich drauf. Auf die nächste Folge, auf die finalen drei Rennen. Und ich bin auch zufrieden. Jetzt will ich trotzdem aber ganz kurz wissen, was ist denn der Führende gefahren? Ein Sensor tatsächlich. Aber ja, der ist halt vorne weggefahren. Weil von der schnellsten Rennrunde sehen wir ja, waren wir einen Ticken schneller und wir haben von der Summe aufgeholt, trotz dass wir uns nach vorne kämpfen mussten. Also von dem her, vielleicht jetzt nicht immer von Platz 12 starten, wäre eine Option. Aber passt schon. Damit, ja, verlieren wir auch die Führungsposition in der Meisterschaft. Aber die Meisterschaft ist ja auch noch ein bisschen hin. Und wie gesagt, versuchen wir einfach mal, das Gewicht noch rauszunehmen, was er vielleicht sogar hat, weil er hat ja auch einen 5 höheren Index. So, da geht bestimmt noch mal ein bisschen was. Und dadurch können wir auch vielleicht diese Beschleunigung hinbekommen. Ich hoffe nur nicht, dass zu viel Gewicht auf der Hinterachse verschwindet. Also im Verhältnis nur hinten verschwindet. Es könnte nämlich dadurch halt passieren, dass wir wenig Gewicht auf der Hinterachse liegen haben und dann das Fahrzeug aus der Kurve raus ein bisschen zickig wird. Wobei auch das kriege ich wieder gelöst. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, das weniger Gewicht schon sehr, sehr hilfreich. Aber ich will jetzt gar nicht lange drum rumschnacken. Das soll es nämlich gewesen sein mit dieser Ausgabe und in der nächsten Folge, wie gesagt, gehen wir dann die finalen drei Rennen an. Da habe ich auf jeden Fall Böckes drauf. Wobei, noch nicht. Wir gehen noch gemeinsam ins Tuning. Komm, wir können es ja schon mal vorbereiten. Können wir wirklich in der nächsten Folge direkt alle drei Rennen am Stück durchballern. Deswegen nochmal zum Finale dieser Folge ganz kurz ins Tuning. Ich habe schon die nächste Strecke gesehen. Es geht auf den Hockenheimring. Oh, ich freue mich. So, jetzt aber erstmal Gewichtsreduktion. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Boah, das ist ja nicht der Rede wert. Aber genau, das sind halt genau die 5 Li. Okay, aber das wird, also ihr seht, auch in der Gewichtsverteilung ändert sich nichts. Nicht, dass die jetzt geil ist mit 41,59, aber dennoch, ich glaube, das ist ganz okay so. Ja, ist ein No-Brainer. Verbauen wir natürlich. Ich denke auch nicht, dass wir groß was am Fahrzeug-Setup ändern müssen. Falls doch, werde ich es natürlich freigeben. Ich würde einfach sagen, ich bestätige das Ganze schon mal so direkt. Jawohl. Und ja, testet gerne insbesondere Stage 1 Setup aus. Also ich finde, das ist jetzt richtig, richtig geil. Also gerade im Kontrastprogramm zu Stage 0. Gut, im Kontrast zur Serie sowieso. Aber das macht richtig, richtig Laune. Und jetzt aber wirklich sage ich Tschüss. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich auf die Strecke. Ganz klar. Und natürlich auch auf die verbleibenden insgesamt 3 Rennen. Mach's gut und bis dann. Ciao.